Ich komme aus Eibau, einem Dorf in Sachsen. Und jetzt bin ich zum Freiwilligendienst in Ústí nad Labem, eine Stadt in Tschechien, die man auf Deutsch Aussig nennt. Ich bin Anna, aber hier werde ich Anitschko gerufen. Ich arbeite nicht nur hier, sondern verbringe auch meine Freizeit. Es ist gut, dass man sich in Deutschland aussuchen kann, ob man zu Hause bleiben will oder zum Freiwilligendienst ins Ausland geht. Ich habe mich fürs Ausland entschieden. Im Freiwilligenzentrum beteilige ich mich an verschiedenen Projekten und es gefällt mir, dass ich mir selbst aussuchen kann, welches Projekt ich persönlich unterstützen möchte. Mit der tschechischen Sprache komme ich ganz gut klar, deshalb dolmetsche ich auch, was mir sehr viel Spaß macht. Ich habe viele neue Leute kennengelernt und ich habe auch junge Kollegen. Wir sind ein super Team, weil wir nicht nur zusammen arbeiten, sondern auch Freunde sind und gemeinsam unsere Freizeit verbringen. Der Freiwilligendienst hat mir echt viel gegeben. Neue Freunde. Weiß, das sagt man oft so, aber in meinem Fall ist das wirklich wahr. Ich bin auch selbstständiger geworden. Vorher habe ich bei meinen Eltern gewohnt. Jetzt wohne ich in einer WG und bin unabhängig. Als ich mich nach Tschechien aufgemacht habe, hat keiner meiner Freunde verstanden, warum gerade dorthin. Sie meinten, das sei ein unattraktives Land und dass ich da wohl nicht glücklich sein werde. Aber jetzt sehen sie, wie zufrieden ich bin und dass ich glücklich bin, mich so entschieden zu haben. Jetzt bewundern sie, wie ich Tschechisch gelernt habe und mich ohne Probleme überall verständigen kann. Letztendlich kommen sie mich sogar gern besuchen, weil sie sehen, wie viel Spaß ich hier habe. Ich bin beeindruckt, wie lieb und offen die Tschechen sind. Sie sind eben nicht nur die, die Gulasch kochen und billigen Benzin an der Tankstelle haben. Die Landschaft hier ist einfach überwältigend und wunderschön. Ich verbringe viel Zeit in der Natur. Das ganze Elbtal ist wie ein Märchen. Deshalb kann ich einen Freiwilligendienst in Tschechien, vor allem hier in Ústí nad Labem, nur empfehlen. Das ist eine super Erfahrung und hilft auch auf der Suche nach dem richtigen Studium oder Arbeitsplatz. Es macht mir sehr viel Spaß hier und ist eine bereichernde Erfahrung. Man muss nicht weit reisen, um was Großartiges kennenzulernen.